Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ihr habt es am Titel gelesen. Ihr habt es am Titel gelesen und am Thumbnail gesehen. Heute gibt es den eventuellen besten Cola-Anzünder aktuell auf dem Markt. Meiner Meinung nach, und zwar habt ihr ja schon gesehen, das ist im Endeffekt fast ein Toaster. Ne? Wir haben hier den AO Blazer 5 oder AO Blazer V Cola-Anzünder, 800 Watt. Ja, hier haben wir die Verpackung. Ich habe ein bisschen was abgefüllt für euch. Das werde ich euch jetzt versuchen, in einem ganz kleinen Mini-Pörnchen mal zu zeigen, mit ein bisschen was für Daten dies, das. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen was zusammenschnibbeln. Ist halt ein Kohleanzünder, ja, den kann ich jetzt nicht ultra heftig hier in Szene stellen, weil das Ding steht im Endeffekt nur da. Ja, Freunde, noch vorab, kleine Werbung natürlich auch. Ja, das ganze Ding haben wir jetzt wieder im Shop, deswegen kann ich auch in Anführungsstrichen jetzt erst das Video bringen. Die waren weg, ich hatte den letzten mir stibitzt, weil ich dachte so, yo, so ein Toaster-Ding habe ich gefühlt noch nie so richtig gesehen. Keiner von meinen Jungs oder Bekannten oder was weiß ich hat immer noch diese, was heißt immer noch, hat diese Standardspiraldinger. Und das fand ich cool. Ja. Preislich geil, könnt ihr gerne abchecken. Wie gesagt, das muss natürlich erstmal noch eine positive Wertung kriegen, ja, das Ding. Aber shishaschmitty.com ist leider nicht mehr in der Beschreibung drin. Ja, viele fragen nach, ob ich meinen Shop noch habe. Ja, im Intro läuft's. Und checkt's ab, shishaschmitty.com. Ich darf es nicht mehr in der Infobox verlinken. Ansonsten kriege ich einen Strike, weil mein Shop auf einen. Der Link auf meinen Shop hinweist, wo Tabakwaren und Dienstleistungen verkauft werden, die über 18 sind und so. Das hat 6 Jahre geklappt oder 7 Jahre, seitdem ich das Ganze mache hier, und plötzlich darf man das nicht mehr. Auf jeden Fall könnt ihr das dort sehr, sehr gerne abchecken. Dort haben wir jetzt wieder einiges reinbekommen, Freunde. Und wir gehen jetzt rüber, weil ich habe das Ding aufgemacht, getestet, pipapo. Das könnt ihr euch jetzt reinziehen und dann kommen wir zum Schlussfazit. So Leute, und bevor ich überhaupt hier Kohle drauf mache, lasse ich den Kumpel hier erstmal 2-3 Minuten ausbrennen, ja, Produktionsöle, dies, das. Also macht den Blazer einfach an, hier das Gitter oben rein, wo wir dann die Kohlen reinsetzen, und so lasse ich das Ganze jetzt erstmal 2-3 Minuten laufen. Das soll einmal komplett schön heiß werden, das wird sich, denke ich mal, hier oben dann auch verfärben. Das zeige ich euch aber, nachdem ich das hier ein bisschen laufen gelassen habe. Und dann sehen wir uns gleich zu dem Zwischenfazit, ob das gerochen hat, ob es nicht gerochen hat, ob es jetzt verfärbt hat, wovon ich hier mal ausgehe. Ja, und dann machen wir Kohlen an und dann rauchen wir noch ein kleines Köpfchen und dann wäre es auch schon gewesen. So Leute, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Minimale Dämpfe steigen auf und es knackt und knistert mal ganz kurz, aber wie gesagt, das ist komplett normal. Mal gucken, ob wir hier noch ein Stückchen weiter reinkommen. So, sehr viel weiter geht leider nicht. Es ist natürlich auch hell draußen. Ne? Die Sonne ist mal wieder am Stissel, da beschweren wir uns nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal Kohle auflegen. Da lasse ich euch mal noch hier nur mal ein kleines Stückchen raus. Und dann werden wir hier einfach mal 3 Kohlen reinschmeißen und mal schauen, wie lange es dauert. Das Ding ist natürlich nicht schlecht. So aufgebaut wie ein Toaster. Dann legst du die Kohlen hier einfach rein. Passt auch perfekt. Ja? Das sind jetzt große C26 Kohlen. Also andere passen da ganz, ganz, ganz easy rein. So. Lassen wir einfach mal hier in der Mitte. So, und da passen locker 6 Stück rein. Ja, wenn ich das jetzt hier bis nach hinten schiebe, 1, 2, 3, also 6 Stück passen hier ganz easy rein. So, dann lasse ich jetzt die Kohlen. Gebe euch dann mal Zwischenfazit, wie lange es dauert. Es wird ja von links, von rechts und von unten befeuert. Also maximal einmal drehen, wenn überhaupt. Jo, und dann sehen wir uns dann gleich wieder zum Zwischenfazit. So Freunde, nachdem ich mein Köpfchen gebaut habe, habe ich die Kohle mal gedreht. Ihr seht die schwarzen Spots. Das sind natürlich jetzt anfänglich erstmal noch die Stellen, wo das Metall bzw. dieses Ersatz- oder Einlegegitter hier erstmal richtig heiß werden muss.
Aber das waren jetzt keine 3 Minuten. So, und die Kohle glüht schon. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Die Sonne pelzt mir komplett ins Gesicht schon wieder gerade. Ich gebe dem Ganzen noch 2 Minuten, dann ist das hier durch. Na? Also wir können ja mal einen kurzen Probegucker machen hier in der Mitte. So. Natürlich jetzt auch wieder in der Sonne bzw. im Licht. Sieht das Ganze noch dunkel aus. Aber das glüht hier alles schon. Und ich denke mal, in 2 Minütchen können wir anfangen zu rauchen. Ich muss jetzt nur noch schnell rüber alles aufbauen. Und dann sehen wir uns drüben. Und dann gebe ich mal so ein anfängliches Fazit hier. Das Ding läuft top. So Leute, abschließendes Fazit von mir. Also, Lieferumfang ist schon mal cool. Ihr habt wie gesagt den Kohleanzünder. Ich habe auch abgefilmt, der hat hinten noch so einen kleinen Henkel. Den habe ich vorher schon angeschraubt, also eine Schraube und der Henkel ist dabei. Ich habe nur das schon mal angeschraubt, also ihr könntet das Teil theoretisch auch tragen. Ansonsten, der Kohleanzünder sitzt auf einer Platte. Die wird unten nicht so heiß, dass euch immer nicht alles wegbrennt, ja. Trotzdem würde ich sowas niemals auf den Teppich oder auf sowas stellen, ja. Macht's auf dem Balkon, da haben die meisten, gehe ich mal von aus, irgendwie Stein, Beton oder sowas. Ich mache meinen Kohleanzünder eh nur auf dem Balkon an. Ersatzgitter bzw. das normale Gitter ist auch dabei. Was haben wir noch? Wir haben An- und Ausschalter, was ich sehr, sehr cool finde. Funktioniert auch alles wirklich einwandfrei. 1,5 Meter Stromkabel haben wir hier auch dabei. Gutes Ding, ja, also nicht irgend so ein billig, billig Obermuchding. Wir haben noch eine Bedienungsanleitung, habt ihr auch gesehen. Hier steht nochmal alles drin, wichtige Sicherheitsvorschriften. Dann, was hier alles dabei ist, Heizspirale, der Stecker, Ein- und Ausschalter, Betriebsleuchte und was du vorab machen solltest. Was ich euch vorhin noch gesagt habe, ihr sollt das Ding vorher ausbrennen. Warum, wieso, weshalb? Das sind Produktionsöle. Ist genau das gleiche wie bei so einem Kaminsieb. Mache ich auch immer vorab einmal ausbrennen. Eine Minute auf dem Kohleanzünder zum Beispiel. Natürlich hat das Ding gestunken erstmal. Ja, das ist eigentlich gefühlt bei jedem Kohleanzünder so. Wie gesagt, das sind diese Produktionsöle. Riecht beim ersten Mal. Ja, kann ich euch jetzt schon sagen, wer sich einen kauft oder in Zukunft jetzt zulegt und das Ding anmacht und dann denkt so, Bruder, der mucht ja richtig rum. Ja, mucht er, muss man sagen. Aber jeder Kohleanzünder mucht beim ersten Mal rum. Eventuell auch beim zweiten Mal. Ja, alle Metallteile und sowas sind ja noch nicht nach dem ersten Mal komplett durchgeglüht. Aber das legt sich dann mit der Zeit und dann ist es wirklich komplett geruchlos. Kohle, muss ich auf jeden Fall sagen, geht super schnell an. Dadurch, dass du halt die Hitze von 3 Seiten diesmal hast und du drehst einmal, du musst in der Theorie fast gar nicht drehen, weil wenn du oben noch so einen kleinen schwarzen Spot hast, da scheiden sich auch die Geister. Ich würde die Kohle so nehmen und oben drauflegen, weil die glüht eh innerhalb von 5 Minuten durch. Ansonsten, wenn ihr die drehen wollt, das ging super schnell. Ich habe die Kohle angemacht, ich habe mir hier einen Kopf gebaut. 2, 3 Minuten später hat das da schon geglüht, ja? Dann drehst du das Ding und lässt es nochmal 2, 3 Minuten glühen. Also ich sag mal so zwischen 5 und 7 Minuten, je nach Grad, wie ihr es haben möchtet. Ja, well done oder was weiß ich. Viele rauchen ja, jo, Hälfte der Kohle ist gerade an, Feuer frei auf dem Kopf, ich will nicht länger warten. Aber nach allerspätestens 7 bis 10 Minuten, ja, das ist ja so der Durchschnitt, ist das Ding komplettomatiko durch. Bei mir war es, wie gesagt, schon, ja, nach 3, 4 Minuten war die schon fast komplett durch. Dann habe ich sie einmal noch gedreht, 2 Minuten vielleicht liegen lassen und jetzt liegt sie auf dem Kopf. Wenn noch ein, zwei Spotties ein bisschen schwarz waren, ist das jetzt auch durch. Ja, das ist meiner Meinung nach nicht so schlimm, dass du sagst, wenn du das machst, Digga, dann schmeckt der Kopf nicht. Nein, das ist alles in Ordnung. Könnt ihr so machen oder macht's, wie ihr wollt. Ansonsten geht auf jeden Fall von mir hier eine Kaufempfehlung raus, weil das Ding ist top. Ja, das Ding ist top. Wir haben auch. Ups. Wir haben auch noch Ersatzgitter im Shop, falls das irgendwann mal komplett durch ist das Ding. Ja. Das sind ein paar Euro-Artikel, sage ich mal. Kosten ein paar Euro so ein Ersatzgitter. Ich denke mal, bei täglichem Gebrauch wechselst du das vielleicht, keine Ahnung, vielleicht einmal im Jahr, gar nicht, zweimal im Jahr. Dazu kann ich noch nichts sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Ding eine Top-Qualität hat. Mucht am Anfang, aber ist halt so. Die Kohlen gehen sehr, sehr schnell an, dadurch, dass von unten links und rechts angemacht wird. Jo. Und Preis ist auch stabil. Ja, checkt's mal ab. Ich glaube, 24,90 € müsste am Shop sein. Schaut doch einfach mal vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Jo. Und dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, yo, Digga, mach mal im Sommer oder nach einem halben Jahr oder nach 3 Monaten nochmal ein Video dazu. Könnt ihr gerne ein Like da lassen oder in die Kommentare schreiben. Und dann schauen wir mal, ob er sich gehalten hat. Ja.
Meine letzten Kohleanzünder haben eigentlich alle gut gehalten soweit. Das Ding, gehe ich mal von aus, sollte auch gut halten, weil ich habe mir die Spiralen mal angeguckt. Das ist eigentlich ganz nice. Und ja Leute, ich wollte das Video relativ kurz und knackig halten. Das glaube ich aber wieder ein bisschen länger wollen, weil ich mich wieder verquasselt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr einen habt, schreibt es auch gerne mal in Zukunft in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Oder vielleicht habt ihr irgendwann schon mal so ein Zwischenfazit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Jetzt am Sonntag werden wir, ich habe die Videos getauscht, ein Reinigungsvideo machen. So wie ich meine Pfeifen noch nie gereinigt habe. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das ist auch der erste Test für mich. Das seht ihr aber am Sonntag. 10 Uhr geht das Video online. Und ansonsten sehen wir uns auf Twitch Roni. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin draußen. Haut rein, euer Schmidti. Peace.